Agamemnon war kein schlechter Herrscher, aber er hatte einen schweren Fehler gemacht. Er hatte öffentliche Hinrichtungen verboten und das ist schade. Gäbe es eine Tat, die mir das Bürgerrecht unter ihnen verliehe, könnte ich mich, und sei es durch ein Verbrechen ihrer Erinnerungen, ihres Schreckens, ihrer Hoffnungen bemächtigen, um damit die Leere meines Herzens auszufüllen. Selbst wenn ich dafür meine eigene Mutter umbringen müsste. Nimm einmal an, ein Junge aus Korinth findet bei der Rückkehr von einer Reise seinen Vater ermordet, seine Mutter im Bett des Mörders und seine Schwester eine Dienstmagd. Wäre er ein Feigling, der Junge von Korinth? Nur wenige glauben also an den Mythos, der besagt, ich habe Agamemnon nicht getötet als wütende Mutter. Ich habe ihn getötet als Frau. Ich warte auf etwas. Wir würden fliegen, essen, fliegen, atmen. Nach dem Tod der Götter verkündet man jetzt den Tod des Menschen. Hat sie uns verflucht? Ja, sie hat uns verflucht. Die Ordnung einer Stadt und die Ordnung der Seelen brechen leicht zusammen, wenn ihr daran rührt. Bewirkt hier eine Katastrophe. Ihr tötet auf. Es ist euer Fest. Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Daraus ersehen sie, dass es die Möglichkeit gibt, eine menschliche Gemeinschaft zu schaffen.